Herzlich willkommen hier wieder auf Falki Stream. Hallo YouTube, das muss ich mir jetzt auch mal angewöhnen. Auch all die Leute hier auf YouTube zu begrüßen. Ja, King Quest ist ein Antesten. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ich muss mal ausprobieren, wie ich das Spiel finde. Also, ich weiß gar nichts von dem Spiel. Ich habe es nur ganz kurz mal angespielt, um zu gucken, ob alles funktioniert und so. Ja, war ein Tipp von Zuschauer, guten Ari, der hat mir das Spiel empfohlen. Und da die erste Episode gratis ist, dachte ich so, komm, machst du mal rein. Und ich bin gespannt, wie lange die Episode geht. Ich hoffe, dass ich das heute noch fertig kriege, damit wir direkt morgen wieder mit Fallout 4 anfangen können. Naja, wollen wir mal spielen. Ich will aber direkt ein neues. Beginn. Okay. Das wird, glaube ich, sehr storylastiges Spiel sein. Ah, es geht schon los. Der Style gefällt mir schon mal irgendwie. Es ist nicht so comichaft, es ist eher so. Wie so ein Gemälde irgendwie. Aber sehr, sehr charmant. Ja, das mit dem Boden weiß ich schon. Was darunter kommt, weiß ich nicht mehr. Ab da ist es dann blind. Ich Was war seit erwartet Jahren uns? nicht dort gewesen. Doch es war der letzte Ort, wo ich suchen konnte. Okay, warte mal, Leute, kurz. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Untertiteln. Weil wenn man es nicht hört, dann kann man es wenigstens lesen. Ja, lassen wir alles mal so. Oh, okay, so viel kann man eigentlich gar nicht tun. Naja. Wie viel Geld hier rumliegt, ey. Gold. Ich würde das alles aufsammeln. Die verlorenen Wünsche waren nicht, was ich suchte. Okay, wir suchen kein Gold. Was suchen wir dann? Ist es eine Matratze? Okay, eine Tür. Eine sehr kleine Tür. Oh nein. Haben wir irgendwas ausgelöst? Es war nicht ganz so wie in meiner Erinnerung, aber auch nicht allzu anders. Okay, er scheint es quasi als alter Mann nachzuerzählen, was hier alles passiert ist. Finde ich eigentlich ein ganz smarter Gedanke, dass man quasi so eine Geschichte erzählt. Hat man auch nicht so oft im Spiel. Zwei seltsame Vorrichtungen hüteten den Schatz. Ich musste eine auslösen und abwarten. Zwei auslösen, ja, probieren wir die mal aus. Gucken wir mal, was passiert. Das Tor geht auf. Ich bin die ganze Zeit. Und das wäre passiert, wenn ich den linken Schalter betätigt hätte. Aber da ich diese Geschichte erzählen kann, weißt du bereits, welchen ich nahm. Ach so. Okay, krass. Ach, das war eine Falle. Ich dachte, hä, wie jetzt? Aber oh, cool, ey. Wie die das so erzählen, ey. Die Fällt mir Höhle jetzt schon. war vollgepackt mit Eimern, Butterfässern und Betten. Der Anblick kam mir irgendwie vertraut vor. Oh. Was ist das denn? Ein Bett? Warte mal, da kannst du was aussehen.
So bequem das Bett auch war, es war der falsche Zeitpunkt, um dort zu verweilen. Okay, ich stehe wieder auf. Warum bewegen die sich? Moment mal, Opa. An den Teil der Geschichte erinnere ich mich nicht. Betten, die von Stalaktiten hingen? Dazu kommen wir noch, Gwendolyn. Keine Sorge, also wo war ich? Ach ja, während ich den Fluss aus rumpelnden Betten durchschritt, fürchtete ich, die Quelle dieses ohrenbetäubenden Windes zu kennen. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja. Unter einem schlummernden Haufen Zähne und Klauen lag... Der Zauberspiegel. Oh, an diesen Teil der Geschichte erinnerst du dich also? Ja, weil ich Drachen liebe. Möchtest du weiter erzählen? Ja. König Edward schickte mich, den besten Ritter von ganz Daventry, aus, um seinen gestohlenen Spiegel zurückzuholen. Nur ein gigantisches Untier von einem Drachen stand noch zwischen mir und, und einem schicken neuen Hut in meiner Sammlung. Okay, es gefällt mir jetzt schon, wie die das Spiel erzählen. Also wie es aussieht, erzählen wir es quasi einem kleinen Kind. Ich versuchte, die verrückte Vorrichtung zu bedienen, doch es fehlte ein Griff. Jemand hatte mir ein albernes Rätsel hinterlassen. Erinnert mich ein bisschen an, das ist total ganz anderes Spiel, aber ein bisschen an Deadpool, wo die auch, der Geschichtenerzähler auch immer wusste, worum es gerade ging. Also ich mag so Geschichten, Wie ich sagte, für ein Nickerchen war keine Zeit. Die quasi in die Geschichte eingreifen. Das hat man nicht so. Unzählige alte Bücher mit unheilverkündenden Titeln stapelten sich in dem seltsamen Schlafzimmer. Grundkurs Drachen zähmen, die Bändigung scheußlicher Untiere, Zaubertricks, die Eindruck schinden, allerdings keine Bücher über fehlende Griffe. Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich jetzt das Buch finden, oder was? Ich drücke mal auf alle Bücher drauf. Weil für mich sehen die irgendwie alle gleich aus. Da sticht jetzt kein Buch hervor, irgendwie. Nee. Der fehlende Griff war also eine Falle? Was hast du gemacht? Tja, ich habe die Falle clever umgangen. Und mich dann clever versteckt. Achso. Ha! Siehst mich nicht. War das Bett doch für was gut. Zum Glück bemerkte das halbblinde Untier mich nicht im Bett. Es muss schwer sein, direkt ins Auge eines Drachen zu treffen. Ich treffe ja nicht mal einen Heuball. Ja, das vermögen nur geschickte Bogenschützen. Okay, ist halb blind. Scheinbar war ich nicht der Erste. Ich versuchte, die verrückte Vorrichtung zu bedienen, doch es fehlte ein Griff. Jemand hatte mir ein albernes Rätsel hinterlassen. Womit hast du den kaputten Schalter repariert? Alter, die Puppe, ey. Wundert mich, dass sie nicht am Arsch ging, ey. Die Ketten des Drachen waren um einen riesigen Schalter an der Höhlenwand geschlungen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich nur so, Diese Höhle schien voll gescheiterter Abenteuer zu sein. Der hat es wohl nicht geschafft. Ob das hier, auch wirklich noch Kämpfe gibt. Oder ob man nur, so... quasi Rätsel für Rätsel hier sich vorarbeitet. Alter, ey.
Sieht aber echt beeindruckend aus. Nach einem kurzen Sonnenbad fing der müde Drache wieder an zu schnarchen. Würde ich auch, wenn ich nur einen Spiegel als Freund hätte. Ach, ein Boot. Ein Boot. Okay. Ich rieche ein Rätsel. Was bist du denn? Bist du ein Skelett oder was? Achso. Da stand, schnell. Scheint noch relativ easy zu sein am Anfang. Ah, shit. Hätte ich alles rumgehen sollen? Achso, schnell verstecken. Lauf. Na gut. Tasten wir uns langsam daran. Weiß gar nicht, ob ich schnell rennen darf oder nicht. Okay, jetzt schleicht er. Okay, was suchen wir? Ein Spiegel? Oh fuck. Wie man die Beine noch da sieht. Nichts zu erschaffen. Ich würde gerne was looten hier, irgendwas mitnehmen. Ach, ich muss noch mal. So irgendwie ein paar Goldstücke, ich weiß ja, das will er nicht mehr. Wer auch immer diese Falle entworfen hatte, hielt sich wohl für sehr schlau, aber ich fand sofort einen Weg, den Schalter zu treffen. Ich glaube, ich finde den auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Rätsel hier irgendwann zu schwer werden, dass ich nicht weiterkomme. Komm, das schaffst du. Das ist sogar automatisch. Ich muss eigentlich fast gar nichts machen. Bisschen schade. Ich glaube, das Spiel will mich nicht so herausfordern, sondern eher die Story erzählen. Mhm. Wie es aussieht, ist das Spiel auch sehr viel. Der Spiegel rief nach mir. Also ich höre nichts. Eine Fütterungsvorrichtung sollte das Untier und vermutlich auch den Besitzer am Leben halten. Ah. So. Also das Spiel scheint schon für die jüngere Zielgruppe zu sein, was jetzt auch nicht abwertend klingen soll. Nur man merkt halt, es ist sehr kindgerecht, nichts Brutales oder so. Was auch der Humor ist, also. Wie dieses mit dem Skelettarm, das ist halt. Hm. Ich ein Rätsel. Bin ich jetzt tot, wenn ich... Ja. Achso, okay. Ich habe also quasi noch einen Versuch. Ich muss ihn quasi ablenken. Mit ein Stück Fleisch. Und dann schnell... Einmal. Wenn ich den schon hänge.
Nein, oh, okay. Ja. Jetzt dahin? Check ich gerade nicht. Jetzt ganz schnell, bevor der wieder fertig ist mit Essen. Ah, jetzt schnell zum Spiegel. Was denn für eine Reise? Oh, jetzt muss ich schon. Das ist wie ein Schaden zu machen. Spring! Alter, ey, das ist ja wirklich ein bisschen. Alter! Das sieht so geil aus irgendwie. Yes. So schön Abenteuer-Feeling, ey. Gefällt mir jetzt schon. Boah, das war was. Oh, wie das Wasser aussieht. Oh, fantastisch, ey. Ich bin gerade völlig verliebt in diesem Spiel. Oh. Runter. Mit dem Bogen raus. Was ist das? Oder kommt da noch was Böses? Ich wusste es. Wir sind gleich der Drachenbogenschuss. Da ist er schon. Und oh, da habe ich ihn zurückgeschlagen. Das ist ein smarter Boy. Alles kracht zusammen. Die ganzen Betten. Wieso haben wir die ganzen Betten da aufgehangen? In Ruhe. Wie der Rauch da aussieht, ey. Das ist. Da ich nun den Zauberspiegel bei mir trug, träumte ich davon, zu welchem Königreich Daventry werden könnte. Daventry. Also ich weiß wirklich gar nicht. Wieso zeigt die Kamera so drauf? Achso, ich dachte, das wäre irgendwie Geheimgang oder so. Also ich weiß wirklich gar nichts von der Story. King Chris habe ich auch noch nie gehört, also. Ich hatte nun drei Möglichkeiten. Jede davon würde mich in Sicherheit bringen. Und alle hatten weitreichende Konsequenzen. Ich will auf. Kann ich nicht schießen? Achso. Wieder aufs Auge. Dahin oder dahin? Ich will dahin. Dahin. Oder auch nicht. Frisst du mich, oder? Nee. Oh, er ist, glaube ich, dankbar, dass ich ihn befreit habe. Cool. Boah, wie cool er seinen Bogen. So muss man seinen Bogen in die Tasche stecken.
Meine Hände zitterten und ich konnte das Seil kaum greifen. Aber mit letzter Kraft kletterte ich aus dem Brunnen und machte mich auf den Rückweg zum Schloss. Seit der Zauberspiegel wieder da ist, hat er unser Königreich vor Gefahren gewarnt und unsere Familie beschützt. Und er hat außerdem zahlreiche Krümel in meinem Bart aufgezeigt. Ja, ja, ja. Und König Edward war so froh, dass du seinen Schatz zurückgebracht hast, dass er dich zum König krönte. Den Teil kennt doch jeder. So, zurück zum Drachen. Gwendolyn, es steckt so viel mehr in den Geschichten als Drachen. Ich hoffe, dieser Hut wird nicht nur als zerfledderter Stoff in Erinnerung bleiben, denn seine Nähte verbergen jede Menge Abenteuer. Also gut, dann zurück zum Drachen. Sag mir alles. Vor allem, warum hast du den Drachen freigelassen, obwohl er dich fressen wollte? Ich ließ ihn frei, weil ich mit den Jahren erkannte, dass er nicht das scheußliche Untier war, zu dem ihn Daventry gemacht hatte. Er war nur ein eingesperrtes Tier, dem nie mit Güte begegnet wurde. An diesem Tage verzieh ich dem Drachen seine Untat. Du hast eine echt seltsame Art, Freunde zu finden, Opa. Ich schätze, ich auch. Zu Hause heiße ich Gwendolyn die Beliebte, aber nur für meine Stofftiere. Ich fand es schon immer wichtig, viele Freunde zu haben, auch wenn der Wunsch manchmal recht einseitig war. So, ihr beide. Großvater braucht Schlaf. Und Gwendolyn, du solltest längst im Bett sein. Gute Nacht, Opa. Bis morgen. Ich komme wieder. Ich brauche keinen Schlaf. Ich bin agil wie eh und je. Ich hätte aber nichts gegen etwas Zauberfrucht. Okay, ist er extrem alt geworden. Oh, das heißt, dass er auch... Ah, das hat er alles erlebt. Cousine. Guard. Schön, dass du endlich da bist. Er fragt schon seit Tagen nach dir. Eine Geschichte hat er mir 5-mal erzählt. Wir kamen so schnell wir konnten. Und ich mag Opas Geschichten. Besonders die mit den Drachen. Ach ja, die legendäre Bestie, die er freigelassen hat. Ich weiß nicht, ob er vergisst, dass ich die Geschichte kenne oder ob sie ihm egal ist. Aber er erzählt sie jedem, der zuhört. Sogar die Kindermädchen machen sich über seine Geschichten lustig. Hast du mitbekommen, was die Ärzte sagen? Ja, die Ärzte, Magier, Zauberelfen. Großvater geht's gut, Gwendolyn. Sie sagen alle dasselbe. Er ist eben alt. Er hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Schau, wir freuen uns, dass ihr hergekommen seid, aber es gibt rein gar keinen Grund zur Sorge. Du solltest jetzt schlafen. Ich wette, Großvater hat morgen ein paar haarsträubende Geschichten für dich parat. Ah, außerdem steht ja morgen das Turnier an. Ach ja, das Fechtturnier. Das wird toll. Ich bin natürlich der Favorit und ich sorge dafür, dass du den besten Platz hast, um meinen Sieg zu sehen. Der Hof wird voller wichtiger Leute sein und es gibt köstliche Hors d'oeuvre. Oh, ich mache selbst auch beim Turnier mit. Ich wusste gar nicht, dass es auch ein Kinderturnier gibt. Das ist ja toll. In dem Fall werde ich dir natürlich zujubeln und dabei ein paar von den Leckerbissen naschen. Nein, kein Kinderturnier. Ich trete morgen gegen dich an. Verstehe. Dann lässt du dir also nicht mehr nur Geschichten erzählen, sondern willst endlich selber welche schreiben. Gute Nacht, Gwendolyn. Schlaf gut. Komm rein, Gwendolyn. Die kannst du auf den Nachttisch stellen.
Oma sagt, du sollst je 3 Löffel nehmen. Später. Es gibt keinen Grund, einen solchen Wirbel um mich zu machen. Reden wir zuerst über wichtigere Dinge. Zum Beispiel dieses Fechtturnier. Du machst da mit? Ich bin angemeldet, aber ich weiß nicht recht. Papalapap, falls du wegen Gart Sorgen hast, nicht nötig. Eigentlich weiß ich überhaupt nur, dass du dabei bist, weil er sich beklagt hat. Er fühlt sich wohl bedroht. Es gibt viele Wege, im Duell zu siegen. Ich zum Beispiel setzte stets auf. Manöver, eine schlaue Ablenkung, eine gütige Geste des Siegers. Ein gutes Manöver, Präzision, oder? Präzision durch Übung und ein paar gute Manöver. Trainiere hart und verlasse dich auf deine Instinkte. Apropos, da gibt es eine Geschichte. Du kennst sie, glaub ich, noch nicht. Als ich ein junger Bursche war, bevor ich ein Ritter wurde, bevor ich nach Daventry kam, ja sogar bevor ich auf einen Drachen traf, da gab es ein Turnier, das mein Leben veränderte. Eine lange Geschichte, doch ich fasse mich kurz. Tja, Triumph, ich denke, hier können wir heute Nacht Rast machen. Ruhen wir uns aus. Morgen wird ein großer Tag. Ist das ein Hamster? What the hell? Kann ich nicht hier? Ja, kann ich. Muss ich irgendwie outen? Ja, ich muss bestimmt den Stein ausweichen. Wow! Ja, sorry. Sorry. Oh Gott! Durch das ganze Gestrüpp. Und es geht weiter. Er kann schon anhalten. Fuck, ich bin tot. Nee, doch nicht. Nachdem ich die Klippe elegant überwunden hatte, erfreute mich der Anblick der Straße. Das erste Zeichen von Zivilisation. Ich muss sagen, mir gefällt der Humor. Daventry lag wenige Meilen in östlicher Richtung. Ich kannte es aus Reiseführern und konnte es gar nicht erwarten, die spektakuläre schwebende Insel zu besuchen. Schwebende Insel? Klingt interessant. Ich muss sagen, ich muss erstmal die deutsche Sprachausgabe loben. Das ist so gut irgendwie. Opa, was ist mit Triumph? Keine Sorge, Triumph kann auf sich aufpassen. Wir haben schon schwere Zeiten erlebt, aber er ist immer zur Stelle, wenn ich ihn brauche. Ich wollte mein elegantes Klippenmanöver nur ungern wiederholen. Ich wollte mich mal ein bisschen über das Entwicklerstudio informieren, weil ich das gar nicht kannte. Und ich dachte ganz ehrlich, dass es ein Deutscher ist, weil die Sprachausgabe so gut ist hier. Aber es scheint tatsächlich amerikanisches zu sein. Also echt Respekt für die Synchronisation. Die ist echt ein Punkt genommen. Also, wie sieht der denn aus? Nee, ein Bus. Das ist gut aus. Puh, der hat sich gehen lassen. Aber die Hörner sind geil. Hey, hier drüben! Ich hätte schwören können, dass die Parade der Ritter in Spee erst am nächsten Tag war. Triumph und ich hätten dort mitmarschieren sollen. Meine ersten Minuten in Daventry waren kein gelungener Start. Wie hast du sie eingeholt? Einladung. Dem seltsamen Horn fehlte wohl eine Art Mundstück. Okay. Könnte das Mundstück sein? Oh, da war ein Ritter. Also das Design, ey. Ich meine. Eine seltsame Spur zog sich durch den Wald.
So Spiele, so episodenhaft Spiele, die haben es ja auch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, ne? Die können sich halt ihre ganze Arbeit sich darauf konzentrieren. Und deswegen frage ich mich sehr oft mittlerweile, ob ich es gut finden soll, dass mehr Leute mehr Entwicklerstudio Episoden machen. Zum Beispiel jetzt, wo ich echt überlegt habe, ob ich das gut finde, war bei Hitman. Weil normalerweise Hitman episodenhaft, so jedes Mal so ein paar Missionen häppchenweise, habe ich mich gefragt, ob das funktioniert. Hätte ich lieber einen Fall. Warte, warte, da war was. Ich fragte mich, was diese Vögel mit Werkzeug wollten. Smartass. Also, ob ich das gut finden soll, dass sie das jetzt episodenhaft rausbringen sollen. Ein Jammer. Es war nur eine kleine Axt übrig. Und nein, Gwendolin, bevor du mir tausende von Fragen deswegen stellst, ich habe damit nicht wahllos alles klein gehackt. Aber ich finde bei so Story-Spielen, sei es ein Telltale-Game oder sowas hier, da kann man ruhig, kann das jetzt. Ne, ich dachte, man könnte mit der Axt jetzt ein bisschen. Oder vielleicht kann ich das auch ausrüsten. Es gab keinen Grund, diesen Ja, okay, wunderbaren ich Baum wollte ja auch zu nichts. fällen. Ich glaube, bei so Story-Spielen, dann. Da kann man echt, so episodenhaft entwickeln, sage ich jetzt mal. Bei Hitman. Ich meine, ich habe es persönlich jetzt noch nicht Das Rad gespielt. schien noch nicht lange kaputt zu sein. Aber ich glaube, ich fände es besser, wenn man das im Vollpreistitel gehabt hätte. Meine Meinung. Ich meine, es gibt, glaube ich, viele, die das auch mögen. So häppchenweise. Manche finden das nur Abzocke. Kann man sehen, wie man will, ne? Also. Aber Keine erstmal Ahnung, woher er ausfinden. kommt. Sicher schwer auszusprechen. Schleich dich nie an jemanden heran an einem so gefährlichen Ort. Oh! Was ist mit deinem Fuß? Bist du auf irgendwelche Dornen getreten? Keine Angst, ich habe etwas. Sag, ist es eher ein Au! Oder ein Sei's drum, der Wunderkrämer kümmert sich um dich. Aber nicht umsonst. Ich habe meinen Hals riskiert für die seltensten, wundersamsten, geheimnisvollsten und meist auch leckersten Zutaten. Ah, da ist es ja. Ich massiere das zweimal täglich in meine Haut ein und sieh dir meine Pfirsichfüße an. Andererseits, vielleicht besser doch nicht. Könnte dein Wachstum hemmen. Welch herrliches Material. Okay, da hat man gesehen. Ich wusste, dass du Kleiner nicht von Bug. hier bist. Nun, beeil dich besser. Niemand mag unpünktliche Ritter. Oh, warte, du steckst hier mit fest. Alle Brücken sind weg. Und meine Abkürzung hat nicht funktioniert. Ich könnte schwören, dass dieser Fels direkt aus dem Wasser kam. Jetzt sitze ich hier mit einem kaputten Rad, einer fehlenden Werkzeugkiste und Herrn von Schling. Sag mal, ein strammer Bursche wie du kann mir doch sicher bei der Radreparatur helfen. Hilfst du mir mit dem Wagen, dann nehme ich dich mit zum Turnier. Hoffentlich bemerkt sonst keiner deine schreckliche Unpünktlichkeit. Oh, wie unhöflich. Hattest du Fragen an mich? Nö. Nein. Ich muss ja sagen, so Umhänge in Videospielen ist immer heikel. Weil es sehr oft passiert, dass sie. Vielleicht gab es am anderen Flussufer ein Rad. Zu schade, dass ich nicht schwimmen konnte. Axt. Wie bist du rübergekommen? Echse. Weil es sehr oft passieren kann, dass man. Dass jemand durch den Umhang backt. Ja. Also deswegen. Mein Immer sehr heikel. angestammter Platz war auf der anderen Seite, also erklomm ich die Wurzel des Problems. Oh, Opa, ich bin kein Fan deiner Wortspiele. Was ist los? Gefällt dir meine Stimme nicht? Du gewöhnst dich schon an die Wortspiele. Die sind grausam. Sind das Augen?
Da sind welche im Gebüsch. Es wird gruseliger. Hier ist irgendwas. Oder mehrere Sachen. Okay. Vielleicht später. Oder mit der Axt. Aber wir gucken erstmal hier an. Was es hier noch so schönes gibt. Aber bisher so keine Gegner oder so, ne? Also scheint wirklich sehr storybasiert sein. Vielleicht mit der Axt. Und dann hast du die Tür eingeschlagen, ein Rad gefunden und bist zum Turnier gegangen. Nein, Gwendolyn. Nur weil ich eine Axt hatte, habe ich nicht alles kurz und klein gehackt. So eine Geschichte ist das nicht. Okay. Ach, hier. Oberkleider. Kein Problem. Ein Schatz. Auf dem Marktplatz war es gespenstisch still. War ich als einziger in Daventry nicht bei der Parade. Also eine Bäckerei. Es roch einfach. Das Schild bat um Trinkgeld und es gab eine Schale für Münzen. Das ist nicht so weit von mir. Mein Rücken, ey. Aha, es sprach nichts dagegen, das harte Brot als Ersatzrad zu nehmen. Ach, ist das ernsthaft? Brot? Ja, okay, gut. Ich würde ja echt gerne mal wissen, ich glaube, ich mache mir nach dem Stream, will ich mich mal erkundigen, ob das auf irgendwas basiert. So eine Comicvorlage oder... Also mich wundert, dass ich noch nie von King Quest gehört habe. Ich hatte Lust auf Marshmallows. Das ist so einfach eine ganz neue IP. Schmied. Es sah aus wie ein Schmiede. Eine Waffe. Das Schild bat um Trinkgeld und es gab eine Schale für Münzen. Für heute hatte ich mir genug gewonnen. Und dann hast du dir alle Waffen genommen, richtig? Nein, ja. Gwendolyn. Ich suchte ein Rad, keinen Kampf. Aber die Waffen sehen schon geil aus, ey. Ich hätte schon gern so eine Axt. Naja. Scheint wohl nicht hier auf Kämpfe auszulegen. Ich glaube, hier darf ich nicht lang. Es wird strikt erwischt von denen und wird rausgeschmissen. Ich stieß auf eine Art Kuriositätenladen. Zwischen dem Krimskrams befand sich ein Schälchen mit der Bitte um Trinkgeld. Die haben halt alle so Schälchen, ey. Warum ich musste mir alle? Nur ein Rad bauen. Ich musste mir nur ein Rad borgen. Ich sehe schon, komm, am Ende muss ich wieder zurück. Es wurde weil, scheinbar nichts gebraut. Weil ich anderes Rad brauche. Ich guck mal, ob ich das wieder zurückbringen kann. Beim Brot, ganz ehrlich, Alter. Ist zwar witzig, aber... Ich legte das Brot zurück und suchte ein neues Rad. Nehmen wir am besten dieses Holzrad, was es war. Also vom Tisch. Ich habe heute übrigens offline eher Fallout 4 weitergespielt. Also was heißt weitergespielt? Ich habe einfach nur bisschen meine Siedlung aufgebaut. Weil ich glaube, mit Stream ist nicht so spannend. Und er hat mir auch ein bisschen... Ah, etwas Großes und Rundes.
Spaß. Hoffentlich störte es niemanden, wenn ich mir diese Tischplatte auslieh. Hab mir auch heute so ein paar Videos zu den Mods von Fallout 4, also die Konsolenvariante. Und Alter, ey, was es da schon gibt, ne? Ich hab da richtig Bock drauf, Leute. Da gibt es so einen Mod. Da hast du unendliche Ressourcen. Das ist so ein Wagen. Also sah so aus wie ein Wagen. Und da kannst du immer drauf zugreifen. Und das ist natürlich extrem. Wie sagt man? Ah, eine Abkürzung. So. Ja, ist extrem. Ziemlich einfacher, mehr zu bauen, weißt du? Weil du musst jetzt nicht mehr ganze Ressourcen da sammeln und. Ich wollte so viel bauen, aber ich hatte noch so wenig Ressourcen. Ich konnte mir gerade so. Muss ich mir wirklich nochmal anhören, wie du über den umgestürzten Baum balanciert bist? Nein, wohl nicht. Wir reden gleich weiter. Such mir ein Rad, Junge. Etwas Großes und Rundes sollte genügen. Damit könnte es doch klappen. Eine sehr gute Wahl. Ein wahres Kunstwerk. Und so stabil. Ich hoffe, du hast nicht zu viel bezahlt. Nicht, dass du schon all dein Geld ausgegeben hast, wo du doch gerade erst in die Stadt gekommen bist. Bist du bereit, Herr von Schling? Ich weiß schon, dumme Frage. Du wurdest bereit geboren. Warte, bevor ich es vergesse. Ich habe einen Teilnahmeschein für das Turnier organisiert. Da du mir netterweise ein Rad gebracht hast, bin ich gewillt, ihn dir zu einem halbwegs günstigen Preis zu überlassen. Na, Interesse? Ich vertraue dir nicht so. Nee. Nein, danke. Kein Interesse. Bist du sicher? Am Turnierplatz kosten sie das Doppelte. Denen kann man nicht trauen da. Der Preis erscheint mir doch recht hoch. Okay, okay, ich ziehe den Torbahn vor dir. Hätte nicht gedacht, dass du so gut feilschen kannst. In Ordnung, die Hälfte. Weiter kann ich nicht runtergehen. Na los, fass dir ein Herz. Vielleicht finde ich beim Turnier ein besseres. Vielleicht finde ich beim Turnier ein besseres Angebot. Wie du willst, aber sag hinterher nicht, ich hätte nichts für dich getan. So, jetzt duften wir aber von hier. Herr von Schlick, los geht's. Ja, genau. Ja, ich glaube, das war schon eine richtige Entscheidung. Ich glaube, der wollte mich übers Ohr ziehen. Kaffee schlägt! Stehen bleiben!